Weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 23 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Wir spielen heute im DFB-Pokal, ich glaube, das ist die zweite Runde oder auch die dritte sogar schon, gegen Bielefeld, sehen wir da unten rechts, und haben zum Glück ein Heimspiel. Startformation sehen wir jetzt. Ich musste ein bisschen justieren, also rotieren. Viele waren angeschlagen, noch ausdauertechnisch. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und natürlich geht auch ein großes Dankeschön raus an all die Menschen, die die Videos im Moment so zahlreich bewerten. Und noch einmal der Hinweis, Hogwarts Legacy hat jetzt ja auch gestartet. Am Freitag, kam am Samstag dann das erste Video raus. Kommt auch sehr, sehr gut bei euch an. Schaut doch auch da gerne mal vorbei für die Leute, die das vielleicht interessiert. Würde ich sagen, gehen wir jetzt auch direkt rein. Let's go. Völlig So. klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Mokoko ist natürlich gut drauf, wissen wir. Aber letztes Spiel haben wir zu viele Chancen liegen gelassen. Und das müsste sich jetzt auf jeden Fall ändern. Gegen Bielefeld, DFB-Pokal, sollte es jetzt mal gut laufen. Let's go. Xavi, gut aufgepasst. Sadik. Oh, guter Ball auf Mokoko. Ah, guter Laufweg da und dann macht er's. Hat vielleicht ein bisschen zu lange gewartet, aber letztendlich ist der Ball drinne, Torhymne erklingt und das Tor zählt. Gute Vorbereitung da, ich glaube, die kam von Horn, ne? Wenn ich ehrlich bin. Oder? Wer hat denn diese... Oder war das Lukeba? Kann das sein, dass es Lukeba war? Auf jeden Fall ein richtig guter Pass. Mokoko hier mit dem frühen 1:0. Das gibt Ruhe, es gibt Sicherheit. Let's go. Oh, wieder so ein Fehler. Jetzt Horn, was macht er? Was macht er? Er macht nicht das 2:0. Schade. Mokoko! Oh. Richtig gute Aktion da schon wieder. Die nächste. Bielefeld noch in der Kabine geführt. Von Pong. Okay, mal. Busch. Leifbe. Oh, gutes Zusammenspiel da mit Mokoko. Leifbe. Ah, er ist halt ein Rechtsaustribbeln, ey. Mann. So, Lukeba. Ach, gut gehalten. Also, Bielefeld wird besser. Bielefeld wird besser. Jetzt der Eckball. Nehmen wir den noch mit. Ja, weil das eine gute Chance wurde. Hätte vielleicht auch irgendwie was anderes werden können. Sadik, wie gesagt, der hat einen guten linken Leifbe auch und boah, ich dachte, der war schon gefährlich, aber der Keeper hat da nicht reagiert, deswegen dachte ich mir schon, dass er daneben geht. Na, ein Distanzschuss, ein Abschluss, aber nicht aufs Tor. Bielefeld steht hinten wirklich gut, kann man nicht anders sagen. Franks. Busch. Sadik. Der hat so eine gute Ballbehandlung, Sadik, ne? Horn. Ah, den Ball kriegt er dann noch. Mokoko startet. Oh, es könnte das 2:0 sein. Ist es nicht. Was für eine gute Chance da von Cherki, die er da einleitet. 1:0 zur Halbzeit. So, Cherki. Kriegt er den mal wenigstens gut aufs Tor? Na, ah, nee, abgeblockt. Schade. Sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Lukeba. Also wie gesagt, steht hier nur 1:0. Da wäre Platz für den Konter. Und jetzt, Cherki. Also wenn er den jetzt nicht macht, ne? Gerhard. Ey, ich habe schon heraufbeschwört. Riesenaktion. Also, das hätte das 2:0 sein müssen. Wo sind denn jetzt meine zielführenden Spieler? Hier. Musa. Ne, wieder abgeblockt. Asta Franks, Distanzschuss. Nee. Spielt. Ich hasse das. Selbst vielleicht mal. Das kann aber nicht sein. Wieso ist ihr Sarko langsamer? Oh, es wäre beinahe ein Eigentor gewesen. Aber wieso sind meine Ah, stark. Dann habe ich wieder nicht gespielt. Also langsam
So, Cherky. Er muss es probieren. Ja. Oh, was macht denn da jetzt Bielefeld in der Hintermannschaft? Nisa. Auf Jill Hart. Boah, was für eine Chance. Also wenn Bielefeld hier noch das 1-1 macht, dann dürfen wir uns hier nicht beklagen. Wir haben hier Chance um Chance. Hier ist Saku, ne. Uiuiui. Also daran habe ich schon wieder nicht gespielt, aber okay. Lass ich mal so stehen. So, und jetzt, ich habe es gesagt. Ich habe es gesagt. Es steht nur 1-0 und das ist die Latte. Und das ist der Klärungsversuch von Van de Ven, der... So, einfach mal nach vorne, bitte, Beutzen, den Ball. Dankeschön. Ich habe es gesagt. Wir ziehen zwar eine Runde weiter mit 1-0 ein, aber dieser Lattenschuss, der hätte auch reingehen können. Ich habe es euch gesagt. Zum Glück ist es nicht so gewesen. 1-0, ja, Chancenwucher wieder. Nicht unsere Chancen genutzt. Wir hätten hier durchaus 3 Tore Minimum schießen können. Ja, daran sollten wir arbeiten. Im nächsten Spiel gleich gegen Stuttgart. So, jetzt geht's in der Liga gegen Stuttgart. Wir sind übrigens auf Tabellenplatz 3 abgerutscht, weil wir unentschieden gespielt haben, Frankfurt gewonnen. Dementsprechend sind sie einen Punkt vor uns. Und Augsburg, würde ich sagen, die Überraschung der Saison im Moment, ist auch nur ein Punkt hinter uns. Deswegen heißt es gegen Stuttgart jetzt gewinnen. Die stecken mitten unten drin, haben nur 7 Punkte, also keinen guten Saisonstart erwischt. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Startformation sehen wir jetzt. Ja, eigentlich nicht viel verändert. Würde ich sagen, gehen wir rein. Let's go. So, Heimspiel. Und dann gehen wir rein. Wir in Grün, Stuttgart in Schwarz. Sadek. Udoci. Wieder Sadek. Wie gesagt, der hat einen starken Linken, das wissen wir. Frimpong. Wie gesagt, habe ich wieder nicht hingespielt. Winger. Sadek, wie gesagt, der hat einen guten Distanzschuss. Nächste Aktion. Ja, den trifft er aber auch wieder nicht richtig. Fehler wieder gut. Und jetzt vielleicht mal die Konterchance. Moukoko macht sich da komplett frei. Jetzt könnte es klingeln. Es klingelt 1-0. Wunderbar. Anrade, gute Vorbereitung. Stark gemacht, wieder die Lücke gesucht und dann geht's halt schnell, ne? Und Moukoko, da die Lücke, was da die Verteidiger machen, keine Ahnung, fragt mich das bitte nicht. Wie gesagt, wir führen wichtig. Alleine was für Schlussphase. So, Anrade wieder. Udoci, ah, guter Ball. Wird dann nicht angegriffen. Das kann er sich sparen, diese Schüsse. Ich glaube, die hat FIFA auch heute ein bisschen unglücklich, muss man schon sagen. Jetzt vielleicht nochmal Stuttgart. Kurz vor der Pause, aber Luka Netz macht das gut. Vielleicht gibt es jetzt hier sogar nochmal einen Konter. Nein, gibt es nicht. Wir führen 1-0, wie eben schon gegen Bielefeld. Oh Mann. Okay. Boah, die beste Aktion für Stuttgart. Guck mal, Winger geht, hat schon gelb. So, Lacroix. Stark. Und jetzt Vorsicht, den Ball da bitte rausbekommen. Bressner hat ihn. Wunderbar. Anderen Spieler! Alter! Was ist das wieder für ein... Ja, komm on. Glück gehabt. Was machst du? Ey, meine Spieler stehen da einfach nur rum. Einfach nur rum stehen die da. Oh, hier ist Saku.
So, jetzt, das muss das 2:0 sein. Also wenn Iasako den jetzt nicht macht, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Also, Aufbaufehler hinten bei Stuttgart und das ist das 2:0. Hätte er den nicht gemacht, dann weiß ich auch nicht. Also, das wäre dann auf jeden Fall nicht Bundesliga-tauglich gewesen. Konjunktiv, ne? Er hat ihn reingemacht. Aber es ist die Entscheidung in diesem Spiel, wo wir uns natürlich wieder sehr, sehr schwer getan haben. Aber letztendlich gewinnen wir. 0. Einwurf jetzt. Muss er runter. Läuft auf jeden Fall nicht mehr ganz rund. Okay, ba. Das sieht vielversprechend aus. Okay, ba. Ja, gibt nochmal einen Eckball. Nee, gibt Abstoß sogar. Stark gemacht von Lukeba. Ich dachte irgendwie, das gibt einen Eckball oder so. Aus der Franks. Dann habe ich nicht gespielt, schon wieder. So, Asta Franks macht jetzt nochmal irgendwie das 3:0. Wäre dann aber ein Tor auch zu hoch, muss man schon sagen. Okay, jetzt pfeift er ab. Wie gesagt, 2:0 siegen wir. Sieht jetzt alles sehr, sehr deutlich aus. Oder gibt es hier nochmal ein 3:0? Nein, 2:0. Bleiben damit also weiter oben dran. So, das war's mit dieser Folge. Ist wieder vorbei. In der nächsten Folge geht es dann gegen Basel in der Champions League. Da haben wir ein Heimspiel und sehen, dass wir rein rechnerisch noch nicht durch sind. Denn Inter Mailand könnte theoretisch noch mit 2 Siegen an uns vorbeiziehen, beziehungsweise gleichziehen. Also einen Punkt müssen wir auf jeden Fall noch holen, dann sind wir safe weiter. Aber es sieht sehr, sehr gut aus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in der nächsten Folge. Lasst gerne, wie gesagt, eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Haut rein. Ciao.